Trash-Girl Lisa steckt in Schwierigkeiten. Zwischen Tor und Bordstein vor der Abladestelle bleiben nur Millimeter. Meine Fresse, ist das scheiße eng. Nein, ich bin mit meinen Fängen an Bordstein gekommen. Mein armer Frieda. Warum ist das hier so scheiße eng, ey? Das ist ein Kack. Man sollte ja meinen, so ein Abfallzentrum sei für LKW ausgelegt. Dadurch, dass ich durch dieses enge Tor musste, hatte ich links keinen Platz mehr. Und wie man sieht, habe ich mir jetzt hier so ein bisschen, oder meistens sieht man das hier vorne, einmal am Bordstein lang geschrabbelt. Gut ist es nicht. Das ist immer Geld, was Chef weggeht. So, jetzt muss ich eben zur Waage und eben alles eintragen. Kollege Bruno hat ihr am Telefon erklärt, wie im Abfallzentrum der Hase läuft. Mit Personal ist um diese frühe Uhrzeit schon mal nicht zu rechnen. Ich muss jetzt hier meinen Kennzeichner eingeben, den Ort, die Uhrzeit, Hausmüll, Gewicht. So, und dann geht's wieder zum LKW. Und mit dem LKW zur Abladestelle. Und die anderen sind auch schon fertig. Schreiben. Yes. Was rein? Ja. Hast du mir extra einen mitgebracht? Ja, ich muss ja nicht. Ah, du bist so viel liebevolles Gefühl habe ich gar, kenne ich gar nicht. Ja, kannst mal sehen. Hast du jetzt irgendwas geladen? Nö, ne? Doch? Rotte, ich bin wieder vorne. Und mit Rotte kann man offen fahren? Wie ist denn der zu? Ja, da gucken wir, wie der aussieht. Da leckt da unten jetzt schon raus. Schönen Tag dir, ne? Danke. Rotte, das bedeutet Kompost. Oh, wenn ich die Möwen schon sehe, ne? Ich krieg eine Krise. Kacken. Wenn die kacken, dann versauen die mir meinen ganzen Lack. Die müssen kröten. Oh, und dann sehe ich die Matschepampe und ich werde meine Felgen noch dreckig und ihr kackt sowieso, ich sehe das schon wieder kommen. Ankunft in der mechanischen Aufbereitung. Von der Ankunftshalle transportieren Laufbänder den Müll seiner fachgerechten Trennung und Entsorgung entgegen. 23 Tonnen Hausmüll muss Lisa entladen. Dank Schubboden eine schnelle und saubere Sache. Was verrotten kann, kommt in die Gärung. Metalle werden aussortiert und wiederverwendet. Und der Rest verbrannt. Genau solche Reste wird Lisa gleich wieder mitnehmen. Zur Müllverbrennungsanlage nach Bremen. Nee, weiter zu dir. Ich bespreche mich mit dem Radladerfahrer, wie viel er noch in die Fächer reinschmeißen kann oder ins Fach reinschmeißen kann, damit ich in Ruhe die Wand nach vorne laufen lassen kann. Der Müll muss gleichmäßig verteilt werden, damit der Schubboden möglichst bis zum oberen Rand gefüllt werden kann. Vorne hast du jetzt einen Hügel und hinten ist noch ein Löchlein. Das ist aber ja anspruchsvoll heute. Du musst mir gleich auf jeden Fall einmal vorne was hinschmeißen, weil ich glaube, ich habe da zu wenig. Ja, und noch eine kleine. Man muss sich das selber anlernen quasi, wie weit man die Wand vorlässt und wie weit nicht. Man lernt daraus, wenn man mal über eine halbe Stunde hier steht und erstmal den ganzen Müll da reinwerfen darf. Dann merkt man, wie anstrengend das ist und dann macht man das auch nicht mehr so. Muss mal gucken, dass du nicht zu weit nach rechts kommst, da liegt alles voll, dann kriege ich die Plane nicht runter. So ist gut. Bist du bei 22:30? Lass mir oder was? Dann lass mal so. Du bist ein Schatz. Anderthalb Stunden hat Lisa für Ab- und Aufladen gebraucht. Nun ist es 20:09 und das Trash Girl wieder unterwegs, um sich um das zu kümmern, was uns in der Regel egal ist. Unseren Abfall nämlich. Ich habe jetzt den neuen Müll geladen, der durch die Anlage gelaufen ist, der jetzt in die Verbrennungsanlage nach Bremen kommt. Ich habe 111 Kilometer. Da düse ich jetzt fix hin, weil der Tag sonst noch länger dauert. Und das wäre nicht so schön auf dem Freitag. Auch Lisas Freund ist Trucker. Er fährt Kipper und hier ist sein Revier. Manchmal treffen sich die beiden auf der Autobahn. Ja. Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Schatz. Na, wo steckst du? Gerade auf der Autobahn gefahren. Ah, da kommen wir uns doch entgegen. Also hast du heute rechtzeitig Feierabend. Ja, du, wenn ich
15 Uhr ist Feierabend, ne? 15 Uhr, das wäre ja Traumzeit. Ich hoffe, dass ich da überhaupt rankomme. Dann dürftest du mir ja jeden Augenblick entgegenkommen. Na, erstmal kommen wir jetzt hier Helfried entgegen, MKW. Dann kommen wir der nächste entgegen. Da kommst du, ich seh dich, ich seh dich. Von wegen, Liebe macht blind. Ah, komm, da geht schon wieder rum, Leute. Das ist echte Trucker-Romantik. Gar nicht gesehen. Voll cool. Ja, wir werden mal weitermachen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Dann bis später. Tschüss. Jetzt kann so ziemlich alles kommen, was will.